stehen, ist das für die Nase keine schöne Sache. Dann ist das für die Nase ein einziger, ein riesiger Skandal. Ziemlich unangenehm. Kommt man auf den Plan hinauf, liegt er in der Luft. Ein ekelhafter Körperschweiß und schlimmerer Sachenduft. Die Sprache und Gewandungen, die sind authentisch nicht. Historisch einwandfrei belegt, ist dafür wie es riecht. Oh ja. Dann büffelt es ganz unrasiert nach Räucherwerk und Suft. Ah. Am Lagerfeuer war man ein Jahrhundert schwerer Buch. Da hilft uns auch kein Badezuber und kein Seifensieder. Nur einmal über den Markt gelaufen, stinken wir schon wieder. Die Römer kannten schon den Aquädukt und den Kanal. Das Mittelalter ist ein olfaktorischer Skandal. Skandal, und ein Bade singt. Sein Lied kann noch so lieblich sein, Fakt ist, dass er stinkt. Oh ja. Und auch das hübsche Mädelein, süß und gar nicht stumm. Das riecht, als fehlte Seifen schon, besonders untenrum. Und da kommen auch die Wikinger mit lausbefallenem Fell. Vom Mundgeruch nach schlechtem Met wird uns ganz die Welt. Und auch von wird das Heile fern. Die hauen uns wirklich um. Eins soll am Schluss verkündet sein, auch wenn ich's mal bereue. Die zum Himmel stinkende Wahrheit ist: Ihr steht doch drauf, ihr Säue! Skandal um Nazi. Dankeschön.